Mal gucken, was geht. Vielleicht Barsch, vielleicht Forelle. Und ihr, habt ihr heute noch ein paar Meter vor? Hi, ich bin Jana. Ich arbeite bei Rose und ich mache heute zusammen mit Corinna meine erste richtige Bikepacking-Tour. Wir fahren den weltbekannten Rennsteig. 240 Kilometer. Die Höhenmeter machen mir ein bisschen Angst, aber ich habe Gott sei Dank eh. Brauch ist, hier einen Stein aufzusammeln. Und am Ende wieder reinschmeißen als Beweis dafür, dass wir den Rennsteig gefahren sind. Das war ein ganz toller Akt und der hat eher Ecken und Kanten. Das ist ein Fußweg und auf dem Fußweg ist Radfahren verboten. Sie sind aber schön gekleidet. Das ist eine Tracht von hier, ja, aus dem Jahre 1780. Ich hätte nicht mehr viel Akku. Scheiße! Letzte Etappe für heute. Was ich auf die warme Dusche? So was von. Echt schon scheiße kalt, aber es ist einfach so schön, wenn man in der Natur ist und so ein bisschen raus aus den Städten, wie sehr du einfach dann den Sternenhimmel siehst. Bechtsbrunn, den Namen können Sie sich mal merken. Das war tiefstes Sperrgebiet. Was steht da? Zur Erinnerung an die Wiedereröffnung des Rennsteigs am 28.04.1990. Jeder hat Recht auf Freiheit. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. Wir hätten da rechts abgemusst, glaube ich, ne? Ja. Dann lass uns umdrehen. Drunst, sagt man ja hier. Wie viele Kilometer noch? 15. 15? Mundfarbe, aber der ist ein bisschen mehlig. Jetzt sind 450 Meter. Am Anfang haben wir einen Stein aus dem Flussufer herausgenommen. Das Brauchtum besagt ja, diesen Stein am Ende bzw. am Beginn des Rennsteiges wieder ins Wasser zu werfen. Ja, gut.